Die Geschichte ist von Schneewittchen, Schneewittchen, Wettchen und den sieben Zwergen. Midgets, auf Englisch. Schneewittchen läuft zu Hause rum, weißt? Denkt an nichts. Mutter stirbt, Vater, neue Frau. Was passiert? Neue Frau kann Schneewittchen überhaupt nicht leiden. Juckt ihn nicht, was? Schneewittchen wunderschön wie eine von... Wie die beste von Johnny's Next Topmodel, die geilste von allen. Sieht richtig geil aus. Guckt jeden Tag Spiegel. Was macht der Spiegel? Schneewittchen, du bist geil. Was macht der Spiegel noch? Der geht zur Stiefmutter. Hör zu, Stiefmutter, du siehst beschissen aus. Schneewittchen sieht 100 Millionen Mal geil aus als du. Die Schneewittchen feiert abnormal. Weißt? Ja, ich bin die geilste. Die Stiefmutter wird aggressiv. Sagt zu den Jäger, hör zu, Jäger. Du siehst die Situation, jeden Morgen stehe ich auf, der scheiß Dreckspiegel sagt das zu mir, was muss ich machen, du weißt, was ich machen muss. Du nimmst Schneewittchen, tust die in den Wald und bringst die um. Um mir das zu beweisen, holst die Lunge, Leber, Niere, Kniescheibe, Wade, Brust, Schlüsselbein und vergiss nicht Unterkiefer. Bringst auch Handgelenk. Der Typjäger schreibt das alles auf. Ich habe auch viel, deine Schnauze, du bringst es mit. Der geht mit Schneewittchen, guckt die an, die sieht abnormal geil aus. Und sagt, Schneewittchen, ich soll dich eigentlich verrecken lassen, ihr kläglich. Aber ich lass dich. Bring mal kurz die Ziege. Oder irgendein Frischling. Ich brauche nämlich Leber, Niere, Knie, Wade, Schlüsselbein, Unterkiefer, etc., etc. Die, okay, holt, die machen das und das komplett ausnehmen, der nimmt das mit. Die läuft im Wald, fuck, was soll ich machen? Wer bin ich? Was bin ich? Was ist der Sinn von Leben? Alles in ihrem Kopf drin. Wie als wäre die traurig, die dumm oder was. Läuft weiter, dann sieht sie ein kleines Haus. Ganz klein, was? Ganz klein, von Zwergen. Die duckt sich, hat sowieso ein bisschen Rückenschmerzen, was? Die ist ein bisschen groß gewachsen. Topmod, jetzt muss ich mal gucken, die sind alle dünner, haben alle Rückenschmerzen. Der geht rein, guckt, aber kleinen Tisch, kleinen Stuhl, kleiner Ofen. Der guckt, legt sich hin, schläft. Zwerge kommen, boah, was ist das für ein geiles, wie geil sieht die aus, alle sieben. Die jedes Mal, die sagen aber nicht, verstecken sich noch. Abends, wenn die schläft, tun die sich alle nebeneinander, das weiß man nicht, aber hey, das waren Typen, alle Zwerge, alle sieben scheppern sich ein. Gucken, das klingt voll komisch, aber alle sieben Zwerge, ich weiß das von einer sicheren Quelle, weil ich selber ein Typ bin, gucken die Frau an, was passiert, wie bei jedem jungen Typen, wenn du 14, 16 Jahre alt bist in den Dreh, du schepperst dir da drauf. Früher war Quellekatalog oder erst und früher war halt Schneewittchen. Die wacht auf, die tun wir, als wäre nichts. Die schläft wieder ein, die legen los. Nach ein paar Jahren fragt die, hey, kann das sein, dass ihr an den und den Datum euch einen gescheppert habt? Nee, mir kommt das ein bisschen gekommen. Die so, nein, bist du dumm, das würden wir nicht machen. Wir sind alle gläubig, wir machen das nicht. Außer einer, und dann zeigen die auf den und der ist, sag mal, der gefallene Engel zwischen uns. Hm? Weißt du, was sie meinen, die Mädchen? Die, ja, klar weiß ich, was du meinst. Die, ja, hey, ich sag dir ganz ehrlich, und wir glauben sowieso, wir Sex, dass wir schwul sind. Und die, oh, ja, wir sind schwul. Du kannst dich ausziehen vor uns, duschen, alles machen. Uns juckt es nicht. Und die, ja, krass, die fängt sich an einzucremen, einzuölen. Die guckt, passiert nichts. Die schläft ein, zack, wieder alles sieben. Scheiße. Irgendwann mal erwischte die. Warum habt ihr mich angelogen? Ihr seid gar nicht schwul, ihr seid hetero, alle. Und ja, ich weiß, aber du bist halt geil. Irgendwann mal, die Stiefmutter guckt in den Spiegel und hört, hey, scheiße, der Spiegel sagt dir nein, Schneewittchen ist die Schönste. Und dann sagt die, was, Schneewittchen, die ist doch tot. Nein, die lebt noch, du Dummkopf. Du bist immer noch hässlich. Und die, hey, halt deine Schnauze. Dann geht die raus, sucht die, verkleidet sich als Verkäuferin. Hat einen vergifteten Apfel dabei. Die geht hin und sagt,
Hallo, Schneewittchen, ich bin eine Verkäuferin. Die aber was verkauft? Ein Apfel? Nur ein Apfel? Ja, ich verkaufe jeden Tag nur einen einzigen Apfel. Na, zeig mal den Apfel. Dann guck die. Wieso hat die hier so einen Fleck? Das ist der Fleck, wo die Frau Gift reingetan hat. Die vergessen wegzuwischen. Das ist ein Fleckapfel. Und die was ist ein Fleckapfel? Ein Fleckapfel halt. Das ist ein aus einem anderen Land. Esst es. Die erschrickt schon ein bisschen. Ja, ist ja gut. Hier hast du 5 Euro. Gib dir 5 Euro und isst den Apfel. Für einen eigenen Tod zahlt die 5 Euro. Die ist so dumme. Anstatt einfach mal zu riechen, weißt du? Oder an der Stelle zu essen, wo der Fleck nicht ist. Ich nehme die mich gerade wieder auf. Ich hasse Leute, die nicht nachdenken. Die ist denn verreckt. Zack, die liegt wieder da, aber immer noch schön eingeölt. Die hat gute Creme. Die Zwerge kommen, denken, die schläft. Das ist jetzt das perverseste Teil. Die denkt, die schläft. Alle 7 denken, die schläft. Was machen die? Fangen an zu scheppern. 2 Tage durch. Irgendwann mal, die wacht nicht auf. Der eine kotzt. Was ist los mit dir? Ich glaube, die ist tot. Ich muss kotzen. Wir haben 2 Tage lang gescheppert auf ein totes Schneewittchen. Die anderen 6. Fuck, alle kotzen. Nur noch gekotzt, gekotzt. Irgendwann mal kommt ein Prinz. Was ist los mit dir? Ah, frag nicht, ey. Wir haben gekotzt. Warum? Das Schneewittchen, die sah so geil aus, aber die war schon tot. Und wir haben uns immer einen gescheppert, weil wir keinen Katalog hatten. Aber die war jetzt tot. Und der... Boah, widerlich, kotzt mit und gibt den aber jeden Salzstangen und Cola, dass der Magen sich beruhigt. Hat er gehabt von der Reise. Dann guckt er die an, boah, die sieht abnormal aus. Ey, Jungs, nichts gegen euch, kann ich die mitnehmen? Gut, nimmt er die mit, stolpert der Dummkopf. Der stolpert, Schneewittchen kommt aus dem Sarg raus mit dem Kopf gegen den Mann, boom, zack, kotzt das ganze Apfel raus. Kotzt, kotzt, sah aber immer noch geil aus. Kotzt weiter. Weißer Schaum, alles richtig widerlich. Und du siehst wieder, wie von den Zwergen die Augen sich wieder so notgeil ändern. Weil die weiße Schaum sieht komisch aus, sieht aus wie in einem Pornofilm. Die kotzt, zack, die ist wieder wach. Die 2 verlieben sich. Schneewittchen, die sieht den Prinz, boah, du siehst ja geil aus. Der Prinz, nein, du siehst geil aus. Die so, nein, nein, du siehst geil aus. Die, nein, du siehst, erste Beziehungsstreit. Die Zwerge sind in einen Beziehungsstreit direkt involviert. Da sagen die, hey, bitte streitet euch nicht, heiratet einfach und verpisst euch aus unserem Haus. Ich muss lachen, weil Zwerge, wenn die sich aufregen, die sind so dumm. Verpisst euch einfach aus unserem Haus. Verpisst euch. Schneewittchen, ich sag dir ganz ehrlich, so wie du dich verhältst, wie ein Bitch. Erst bist du mit 7 Typen wohnst in ein Haus, zieh dich hier aus. Und jetzt bist du mit einem Typen zusammen, den du nicht mehr kennst und den willst du heiraten. Und die, ja, mein Fehler. Die, ja, nee, war auch ein bisschen unser Fehler. Dann versöhnt er sich. Die 2 heiraten, gehen. Und jetzt sind die besten Freunde, die Zwerge und das Paar. Die kommen immer noch gegenseitig besuchen, aber sonst nichts. In der Zeit, als sie weg waren, kommt die Stiefmutter. Kommt runter. Sieht auch geil aus. Nicht erste Wahl, aber zweite Wahl, weißt? Die sieht auch okay aus. Und die fragt, hey, wie findet ihr, dass ich aussehe? Weil der Spiegel sagt immer, ich bin hässlich. Die Zwerge sagen, du siehst geil aus. Du siehst richtig geil aus. Weil die schon lange nicht mehr was hatten. Und die, ehrlich, du siehst richtig geil aus. Und ganz ehrlich, 6 von uns sind schwul. Und einer ist richtig gläubig. Du kannst dich von uns anziehen, umziehen, einölen, was du willst. Uns juckt es nicht. Die Frau sagt, aber, fängt an. Und die Geschichte beginnt von vorn. Da war die Geschichte von